Es geht leider Gottes nicht nur um meine Person und meinen Fall. Es geht um Missstände, die systematisch vorliegen. Und es entzieht sich der Kenntnis der Bürger. Es wird regelrecht gezielt, wenn überhaupt was an die Öffentlichkeit tritt, wie es zugeht in diesen vermeintlichen Krankenhäusern, dann wird gelogen und betrogen und sich nur gut dargestellt. Man ist als Betroffener permanent in der sogenannten Beweisnot. Man kann diese Mauern nur schwer durchbrechen, weil Unterstützer, die mich kannten, sich in unglaublicher Art und Weise aufopfernd eingesetzt haben, sind die Informationen erst bis zu euch gedrungen. Und bisher ist es nur ein Bruchteil von dem, was ihr wissen müsstet. Es kann nicht sein, dass hinter eurem Rücken Gräuel passieren, die eigentlich nur denkbar sind in der dunkelsten Zeit unserer Geschichte des Landes. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn ein Mensch im eigenen Körper eingesperrt ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn ihr euren Körper nicht mehr kontrollieren könnt. Wenn Zwangsbewegungen dich selbst tyrannisieren, die dein Körper einfach ausführt. Der Sabber läuft einem an den Mundwinkeln herunter. Der Harn kann teilweise nicht mehr gehalten werden. Und innen drin ist irgendwo gefangen ein Mensch. Diese Urteile sind immer unterschrieben in eurem Namen. Da steht immer im Namen des Volkes. Und das Volk weiß gar nicht, was in seinem Namen geschieht. Und mein großer Wunsch ist, dass was möglich ist in einer riesen Bandbreite von Willkür, in diesen angeblichen Krankenhäusern, in diesen Psychiatrien, dass das Volk weiß. Denn ich glaube, ihr habt Anspruch zu wissen, was in eurem Namen geschieht. Ich habe die Hoffnung aber nie aufgegeben. Ich hatte das förmliche Wissen, es gibt Menschen wie euch, die nicht interessenlos über andere hinweggehen, die noch ein Herz haben, die ordentliche Bürger sind. Und es muss nur geschafft werden, dass man sie erreicht. Und es ist gelungen und ich danke euch sehr, dass ihr hier seid. Und als ich hörte, es gibt diese Veranstaltung auf dem Marienplatz, da wusste ich schon, da steht doch diese Säule mit der heiligen Maria. Und mir war da schon bekannt, das ist eigentlich das Herz der Bayern. Es ist ja die Schutzpatronin des Landes. Es ist die Patrona Bavaria, wie ich gehört habe. Und als ich hörte, da kommt ihr alle, da war es für mich ein Muss, hierher zu kommen und es ist mir gelungen. Und es freut mich unglaublich, im Herz Bayerns die herzlichsten Menschen der Bayern hier sehen zu dürfen.